Hallo, es geht nochmal um eine Münze und zwar um fünf Würfe mit einer fairen Münze. Fünf Würfe mit einer fairen Münze, das heißt Wahrscheinlichkeit von Kopf und Zahl ist gerade ein halb. Und ich möchte wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau dreimal Kopf zu haben in fünf Würfen. Genau dreimal Kopf in fünf Würfen. Nun, fünf Würfe. Das heißt, da gibt es zwei Möglichkeiten im ersten Wurf, zweimal im zweiten, zwei im dritten, zwei im vierten und nochmal zwei Möglichkeiten im fünften Wurf. Und das gibt mir insgesamt 2 hoch 5 oder 32. 2 hoch 5 sind 32 verschiedene Möglichkeiten. 32 verschiedene Ergebnisse. Also Kopf, Kopf, Zahl, Kopf, Kopf oder Kopf, Zahl, Zahl, Kopf, Kopf. 32 Möglichkeiten haben wir da. Tja, und jetzt müssen wir noch ausrechnen, wie viele von diesen Möglichkeiten denn diese Bedingung hier erfüllen, dass nämlich in fünf Würfen genau dreimal Kopf kommt. Schauen wir uns mal an, diese fünf Würfe. Also wenn das jetzt hier Wurf 1 ist, Wurf 2, Wurf 3, Wurf 4, Wurf 5 ist. Ja, und dann gebe ich mal diesen einzelnen Köpfen hier verschiedene Namen, dass wir die auch unterscheiden können. Also der eine Kopf, der soll Kopf A heißen, der zweite Kopf soll Kopf B heißen und der dritte Kopf, der soll Kopf C heißen, wobei das damit jetzt nichts über die Reihenfolge der Köpfe gesagt ist. Ich möchte einfach diese Köpfe unterscheiden können. Dieser Kopf A hier, der könnte bei einem dieser fünf Würfe hier kommen. Der könnte also beim ersten Wurf, beim zweiten Wurf, sagen wir mal, der kommt beim vierten Wurf. Hier könnte der Kopf A kommen. Der hat aber auf jeden Fall fünf Würfe zur Auswahl. Das heißt, es gibt fünf Möglichkeiten, wo dieser Kopf A auftauchen könnte. Der Kopf B, der könnte jetzt nicht mehr beim vierten Wurf kommen. Das heißt, der hat nur noch vier Möglichkeiten zur Auswahl. Der könnte beim ersten Wurf, sagen wir mal, der kommt beim ersten Wurf. Also da, der Kopf B. Das soll der sein, der beim ersten Wurf kommt. Und dann sehen wir, dass der Kopf C auch nur noch drei Plätze zur Auswahl hat. Drei Möglichkeiten, wann er auftaucht. Sagen wir mal, der kommt beim zweiten Wurf. Hier würde dieser Kopf C auftauchen. Das heißt, was ich sozusagen als Beobachter sehe, ich, dass eben beim ersten Wurf Kopf kommt, beim zweiten Wurf kommt ein Kopf und beim vierten Wurf kommt ein Kopf. Ja, und wenn ich das jetzt hier ausmultipliziere, dann erhalte ich die Gesamtzahl der Permutationen, die Gesamtzahl der Möglichkeiten, wie ich jetzt diese drei Köpfe auf diese fünf Plätze hier oder auf diese fünf Würfe verteilen kann. Das sind nämlich 524 mal 3 sind 60. Das sind 60 Möglichkeiten. 60 Permutationen, 60 Möglichkeiten, wie ich diese drei Köpfe hier auf diese fünf Würfe verteile. Bei diesen 60 ist jetzt dabei zum Beispiel hier diese Permutation, die wir angeschrieben haben. Aber genauso dabei ist zum Beispiel, wenn wir jetzt Kopf C und Kopf B vertauschen, dass jetzt also als erstes Kopf C kommt und als zweites Kopf B kommt und als drittes dann Kopf A kommt, das wäre genauso dabei bei diesen 60. Das würde da auch mitgezählt werden. Nur, was heißt das jetzt? Das heißt ja auch nichts anderes, als dass beim ersten Wurf Kopf kommt und beim zweiten Wurf Kopf und beim vierten Wurf Kopf. Jetzt haben wir also schon zwei solche Permutationen, die eigentlich dasselbe bedeuten. Und genauso gut würde ja dasselbe bedeuten, wenn ich hier als erstes Kopf A habe, als zweites Kopf B und an dieser Stelle dann Kopf C kommt. Das würde auch nichts anderes bedeuten, als dass beim ersten Wurf Kopf kommt, beim zweiten Wurf Kopf und beim vierten Wurf Kopf. Das wäre immer dasselbe eigentlich. Und trotzdem zählt halt jede einzelne Zeile hier, zählt hier bei diesen 60 mit. Ja, und wir sehen auch schon, dass die Zahl 60 natürlich die Zahl der Möglichkeiten, die Zahl der Ergebnisse, die überhaupt möglich sind, erheblich übersteigt. Also irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie muss man diese 60 hier noch auf eine vernünftige Zahl reduzieren. Und wir machen das, indem wir diese 60 teilen. Und zwar teilen wir sie durch die Zahl der Möglichkeiten, diese drei Elemente verschieden zu kombinieren. Also das hat für uns ja dieselbe Bedeutung. Das heißt nur, dass das Kopf im ersten, im zweiten und im vierten Wurf kommt. Und da gibt es noch mehr solche Möglichkeiten, wie wir das umsortieren können. Bei drei Elementen. Drei Elemente können wir nämlich auf drei Fakultät verschiedene Arten umsortieren. Und das war ja 3 mal 2 mal 1. Das heißt,
das ging auf 6 verschiedene Arten, kann ich diese 3 Köpfe hier umsortieren. Ich habe also 6 verschiedene Arten, diese Köpfe umzusortieren, die für mich eigentlich gleichbedeutend sind. Mich interessiert die Reihenfolge dieser einzelnen Köpfe nicht. Mich interessiert nur, bei welchem Wurf sie kommen. Ja, und dann, nachdem jetzt hier jedes Dreiergrüppchen 6 Ergebnisse zu viel beiträgt, muss ich diese 60 hier eben noch durch diese 6 teilen, um dann die Zahl der wirklich relevanten Möglichkeiten zu bekommen, nämlich die Zahl der Kombinationen. Also 60 durch 6, das gibt mir 10. Es gibt also jetzt 10 Möglichkeiten, die ich wirklich unterscheiden kann. Also eine dieser Möglichkeiten ist zum Beispiel, dass, wie wir es hier eigentlich angeschrieben haben, dass der Kopf bei dem ersten Wurf kommt, beim zweiten Wurf kommt und beim vierten Wurf kommt. Das wäre eine dieser 10 Möglichkeiten. Es gäbe natürlich auch die Variante, dass der Kopf beim ersten Wurf kommt, beim zweiten Wurf und beim fünften Wurf, oder dass der Kopf beim ersten Wurf kommt, beim dritten Wurf und beim fünften Wurf und so weiter. Also 10 solche Kombinationen gibt es, und das ist das, was uns hier diese Zahl sagt. Das sind diese Möglichkeiten, die uns wirklich interessieren, wo es auf diese Reihenfolge dieser Köpfe nicht mehr ankommt. Ja, jetzt habe ich also hier 10 mögliche Ergebnisse, bei denen es genau 3-mal Kopf in 5 Würfen gibt. Da gibt es eben 10 verschiedene Ergebnisse, 10 unterscheidbare Ergebnisse. Und diese 10 Ergebnisse, die muss ich jetzt noch mit den insgesamt möglichen 32 Ergebnissen teilen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, 3-mal Kopf in 5 Würfen zu haben, die beträgt dann eben 10. Die 10 durch 32. Und das sind 5 Sechzehntel. 5 Sechzehntel beträgt die Wahrscheinlichkeit, genau 3-mal Kopf in 5 Würfen zu haben.